habe ich natürlich, oh! Ich habe jetzt mal einfach mal aus reiner Neugier den Grubber angekoppelt. Ja. Jetzt steht er da mit der Nase nach oben. Warte mal bitte. Steig mal aus bitte. Jo, jo. Cool. Ey, das ganze Ding da hinten ist größer als der Traktor. Ja, okay. Also, meine Bedenken sind jetzt, dass der grüne Traktor überhaupt einen Anschluss für das Gewicht hat. So, mal schauen. Aber wenn nicht... Ach, doch, könnte hinhauen. Sieht nicht so aus, oder? Nee, also angezeigt hat es nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht einfach bis von der verkehrten Seite war. Ich glaube es aber nicht. Nee. Du hast da diese zwei Nippeln außen nicht. Verfluchte. Och, Menno! Warte mal. War das der rote? Sieht nicht so aus. Was haben wir denn noch? Ja, zum Ankoppeln kein Fahrzeug. Komm. Toll, das haben wir wieder gut gemacht, ne? Ja. Verfluchte. Lern durch Fehler. Ich komme mal zu dir, derzeit kannst du mal schauen, was ein Traktor kostet. Einer, der das ankoppeln kann. Ja. Ja, das wäre dann der nächste für 86.000. Lässig, wir haben ja hier ein großes Feld. Das ist natürlich doof. Ja, aber beim Verkaufen machen wir so viel Verlust. Oh ja, die Hälfte. Ja, du wolltest ja keine Ballenpresse und... Ach ja, ich komme wieder mit der Ballenpresse mit dem Scheiß. Ah, der Rote hat das davon, ah, oder? Ach, ah, nee, doch nicht. War meine Schuld. War... Wie heißt denn der Rote? Ja. Die Trecker haben noch gar keine Namen. Ne, der Rote sieht von vorne genauso aus wie der Grüne. Vielleicht auch einmal was drüber. Das ist jetzt mies. Hätte er uns da vorwarnen können? Steht da irgendwas dabei? Nee, steht nicht dabei. Also hätten wir vorher nicht wissen können. Oh! Ich hatte die Nase kurz unten. Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem, jetzt kriege ich das Ding nicht wieder zurück. Also ich lade es dann einfach mal auf der Wiese ab. Vielleicht kannst du gruppern, kannst du lenken? Nee, eben nicht. Weil die Achse ist ja oben. Nur durch die Bodenwelle hier vom Bordstein hat er jetzt gelenkt. Weil das haben wir kurz vorne aufgedatzt. Warte mal. Ja, da bleibt jetzt halt was übrig. Ja, dann steht er halt am Straßenrand. Einfach hoffen, dass hier keiner mit einem größeren Trecker rumfährt, der das Ding klauen kann. Ja, solange er kein Gewicht hat. Oh, das ist jetzt mies, echt. Ah, warte, warte. Hä? Hinten dran kannst du das koppeln, hä? Ah, warte, warte. Wie hatte ich das gerade eben gehabt? Und tschüss. Das bringt uns aber auch nicht weiter. Jetzt haben wir zwar hinten dran ein Gewicht, aber ja. Ja, schau doch mal, ob du einen Grubber vorne trackst. Das passt halt rückwärts. Naja, ja. Also ich weiß, dass es nicht geht, aber... Seid doch mal optimistisch hier. Oh, oh, guck, 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 guck. Es geht doch. Oh, oh. Ah, oh, nee, 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 hör auf damit. Den kriegen wir doch nie wieder rum.
Verdammt, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Auf der Stuhl. Schau mal, ob du den rumkriegst. Handanger? Attacke! Ich sehe rot! Natürlich nicht. Da ist ein Baum, aber da fahre ich dann vorbei. Bleib stehen. So. Mann, komm mal von der anderen Seite. Oh Mann, so war das nicht geplant. Komm, wir hebeln ja aus. Nee. Jetzt komme ich nicht mehr rum, toll. vielleicht nur am Eck erwischen oder so. So, nee, komm. Eige Diller jetzt. Irgendein scheiß Grupper, den wir besser nicht hätten kaufen sollen. Ja, kaufen ist gut, wir haben nur einen Traktor. Ja, und einen Grupper, der einfach gerade da liegt. Ich versuche mal gegen den Baum zu drücken. Was passiert denn? Gehen wir zurück. Wenn ich den ankoppel, geht das? Oh, oh. Wo bist du? Oben, ganz oben. Wie ganz oben? Das glaubst du nicht. Steig mal aus. Aussteigen will ich nicht, auf keinen Fall. Aber ich koppel mal ab. Achtung. Vielleicht solltest du das mal auch mal machen. Wo bist denn du? Gott, wo bin ich denn? Siehst du mich? Nee. Warte mal. Gott, oh Gott, da oben. Kommst du mal her? Na gut, wir verlassen jetzt das Seriöse. So. Koppel mal an. Was, koppel mal an? Ja, den Grupper. Ach, da liegt er. Ach, da liegt er sogar richtig rum. Ist er richtig rum? Ja. Ah, das ist ja cool. Hey, du kannst das. Ja, wenn du siehst, wie ich das gemacht habe, dann wirst du dich totlachen. Na gut, dann kann ich das ja nicht zeigen. Hä? Nee, geht nicht. Ja, vielleicht geht's mit meinem Traktor nicht. Ich denke, du hast ja angekoppelt. Warte mal. Oder war ich bloß nicht genug richtig dran? Oh, doch, jetzt geht's. Ah. Und springst du oder hebst du vorne ab? Ja, aber nicht so sehr wie der Grüne. Kannst du lenken? Nee, die Räder sind in der Luft. Ja, also groben ist abgehoben. Hä, warte mal, grober zuklappen? Ach so. Ah, jetzt habe ich den erstmal Transport fertig gemacht. Oh, aber du krupperst. Ja, wenn ich den senk, dann geht es. Aber wenn ich den hoch mache, dann geht alles hoch. Wenn du senkst? Ja. Und wenn du ihn ausklappst? Also man muss eigentlich praktisch nur mit gesenktem Krupper durch die Gegend fahren, dann passt das. Warte mal. Sind das 4 Meter Breite? Ja, du hast aber das gleiche wie ich mit meinem letzten Map-Mod. Ich drehe ja schon seit Stunden gemütlich meine Runden. Du hast vorne keine Krypt mehr. Das ist mir auch passiert. Ich hatte so eine Mod, wo die Fräse hinten war und konnte nicht gescheit fahren, nicht gescheit lenken und ich wusste nicht woher. Und das aber lenken, das geht. Probier's aus. Ja, aber dann könnten wir doch notfalls...
Ja, es funktioniert doch. Oh, Taste 1, okay. Bisschen störrisch, aber... Also jetzt hat er einen Linksgriff. Ne, es geht sogar. Okay. Und wenn ich dann X zuklappe? Dann geht es auch noch. Geht's dann kommt er eine kleinere Fläche halt. Jetzt ist nur die Frage, was passiert, wenn man... Wir kommen ja zu unserem Feld, ohne auf die Straße zu kommen. Ne, auf der Straße passiert ja nichts. Sobald du aufs Grüne kommst, wird nichts mehr gekrubbert. Bist du sicher? Ja. An den roten Trecker passt er viel besser dran, so rein optisch. Ja. Ja, also muss ich deine Theorie mich anschließen. Flug ist böse. Oh Gott, jetzt fahre ich mit 1. Was passiert, wenn ich mit 2 fahre? Kannst du fahren, passiert nichts. Fahr mit 3, geht 8. Ja, ich, bist du sicher, dass ich nicht verliere? Nö. Also ich bin mir nicht sicher. Aber schwer, dass ich gehe mal runter auf 2. Ja, bei welchen die Boden wählen und so. Dann würde ich sagen, ich gebe dir die Ehre, dass du mit dem Grupper weiter grupperst. Und ich hol mir dann den anderen. Das hast du richtig verdient. Ich gehe mal fix das überflüssige Gewicht abladen. Ja. Ich mache jetzt Radikal-Diät. 900 Kilo in einer Sekunde. Oh, das hätte ich auch gern. Als ich krank war, habe ich mich nur von Fastfood ernährt und das hat sich sofort alles angesetzt. Zum Glück ist die Batterie von meiner Waage ausgegangen, aber man sieht es nicht. Ausgegangen oder überlastet? Ausgegangen. Aber es ist deutlich sichtbar, wie ich zugenommen habe. Ja, ich habe das Problem, ich nehme nicht zu. Ich habe nur Probleme, nicht zu viel abzunehmen. Ja, aber wenn du rennst oder so, setzt sich doch Muskelmasse an. Ja, nee, nicht wirklich. Also so viel Muskelmasse... Aber beim Laufen hat man ja auch keine großartige Muskelmasse. Nee. Zumal ich ja Ausdauersport mache jetzt. So. Und selbst wenn ich jetzt mal nicht gerade in der Laufphase bin, habe ich trotzdem da so meine Problemchen. Ein guter Stoffwechsel. Ja. Das ist wohl wahr. So, Achtung, ich springe. Höp! Nahtlos rüber. Oh, dann wollen wir mal schauen hier, was der rote Rudi so leistet. So. Nochmal rauszoomen. Fahr mal ohne mich.